Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Wir waren das letzte Mal ordentlich am Abbauen. Wir haben den ganzen Berg quasi an Rohstoffen geholt. Vor allem Eisen. Was wir jetzt auch verarbeiten lassen werden. Und ich muss sagen, also das ging eigentlich erstaunlich gut. Wir waren relativ zügig damit fertig. Und haben eine nicht gerade zu unterschätzende Menge an Eisen hier aus dem Berg gezimmert. Und das fand ich eigentlich schon mal relativ geil gelöst. Ich hoffe ja mal, dass es jetzt die nächsten Male auch jedes Mal so läuft. Jetzt gucken wir mal mit dem Eisen, was wir da schon mal geholt haben, ob wir dann hier unsere Anlagen weiterbauen können. So, Herstellungskomponenten und interne Panzer. Panzerung, nicht Panzer. So, hier fehlt es uns wieder an Herstellungskomponenten, aber die kommen ja schon gerade nach. So, dann holen wir uns nochmal ein bisschen was hier raus. Und kippen mal hier oben ein bisschen was nach. Wir wollen ja nicht, dass die Raffinerie aufhört, hier Eisen zu produzieren. Ne? Jetzt. Nein. Jetzt. So, weil dann können wir nämlich hier diese Plattform endlich mal fertig zimmern in dieser Folge. So, Kobalt braucht noch ein bisschen. So, der Assembler ist nicht gerade der schnellste. Aber wir haben ja noch einen zweiten Assembler, ne? Dem könnten wir doch bestimmt... Das verbauen wir mal schnell. Dem können wir doch bestimmt etwas Eisen hier geben. Und dann stellt der uns da bestimmt auch was her. So, Assembler 2. So, dann müsste das nämlich hier doch recht zügig gehen. Interne Panzerung. Können wir die hier gebrauchen? Nein. Und da haben wir bestimmt auch schon alles dran gezimmert. Ne, da können wir sie noch gebrauchen. So. Super, dann sind wir die nämlich auch los. Schauen, wie gut wir da vorankommen. So, die beiden Assembler laufen. Dann bestücken wir mal oben die Raffinerie ein bisschen neu. So, das Eisen lässt sich ja schnell verarbeiten. Dadurch haben wir ja dann hier auch zügig wieder Platz. Für ein neues. Wir kommen auch ungefähr immer so in dem Zeitfenster an, dass wir gerade wieder nachschieben können. Ist immer so ein bisschen verwirrend, wenn man hier auf den Kopf rumfliegt. So. Ich mache als erstes ganz bewusst den oberen Bohrer leer. Dann haben wir da auf jeden Fall immer noch so ein bisschen Spielraum.
So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Eisen haben wir da. Uran, Platin, Nickel. So, 3K Masse an Eisenbarren, das ist super. So, und was haben wir hier mittlerweile? 10 Stück, so wirklich schnell ist das nicht, aber besser als nix. So, Stahlrohre brauchen wir. Da haben wir, glaube ich, noch welche. In dem Cargo hier. Na. Ja. Na, nicht allzu viel. Stück. So, die gehen wenigstens zügig. Dann können wir hier oben nämlich weiterbauen. Wir haben ganz schön viele Baustellen offen wieder. So, irgendwie so ein bisschen Tropico-like. Eine ganze Zeit lang nichts und dann immer richtig übertrieben viele Baustellen auf einen Schlag bauen. So. Motoren brauchen wir gleich auch nochmal welche. Das können wir da dran zimmern. Dann holen wir uns wieder hier Eisenerz. Das gute alte Ferrit. Das Gute ist, der Assembler krallt sich das nämlich gleich, weil er es eh braucht. Und dann ist nämlich unten das Inventar nicht ganz so voll. Da haben wir eine ganze Menge an Rohren, die können wir gleich mal, ein Rohr verlegen. So, Herstellungskomponenten und Motoren. Ja, wie viele Motoren brauchen wir? Wir brauchen 6 Motoren, weil wir müssen hier noch eins bauen. 3, 4, 6. Nickelbarren, ja gut, das ist nicht das Problem. Dann brauchen wir noch mehr Herstellungskomponenten und noch mal ein bisschen interne Panzerung. So. Zack, Motor ist dran. Das heißt, theoretisch wäre es funktionabel. Würde funktionieren, nicht funktionabel. Oh, heute habe ich wieder Deutsch, das ist ja ein Traum. Anzeigen brauchen wir noch. Mal eine Anzeige schalten. Ach nee, jetzt ist aber gut. Computer brauchen wir auch nochmal. Also wir verbrauchen hier quasi mal unsere Restbestände. Herstellungskomponenten und interne Panzerung. Da haben wir auch nochmal ein bisschen was. Bäm. So, der ist fertig. Nee, Raffinerie will ich gerade nicht. Ich will da Herstellungskomponenten. Okay. Daran mangelt es noch. Wie weit bist du hier? Wie viel Eisen hast du eigentlich noch? Ja, das läuft ja ganz gut. So, die Eisenbarren können wir da vielleicht später auch nochmal rausholen. Und da nochmal welche reinpacken. Da können wir durchzimmern. Dann ist nämlich das Förderband an der Stelle fertig. So, und jetzt hauen wir nämlich da oben den Rest nämlich noch rein. Dann ist der erste Bohrkopf nämlich wieder leer. Und sonst würden wir nämlich unsere Raffinerie mal ein bisschen zurücklassen und würden ihr einfach mal ein bisschen Zeit geben.
So, dem Assembler hier. Packen wir nochmal ein bisschen was dazu. Das Zeug brauchen wir gerade nicht. Oh, bis jetzt läuft es eigentlich relativ sauber. Wir sind ja auch längere Zeit nicht mehr gestorben. Und vor allem haben wir auch endlich mal wieder ein ganz gutes Energieverhältnis. Und vor allem Ressourcen, ohne Ende Ressourcen. Durch das neue Mining-Schiff kommen wir da nämlich echt rasant voran. Und wenn wir bald nämlich noch einen weiteren Assembler stehen haben, mit angeschlossener Raffinerie, dann sollte das hier nämlich auch echt gut rennen. Die Solarzellen liefern uns auch nochmal ein bisschen Saft. Und dann sparen wir nämlich da auch noch was ein. Und wenn jetzt das nächste Private Sale kommt, klauen wir uns da auch wieder alles zurecht. Was nicht nied- und nagelfest ist. So, da unten, das läuft ganz gut. Uran haben wir auch eine ganz gute Masse da. Ich bin nur am Überlegen, ob ich die vielleicht irgendwo mal zwischenlagern sollte. Das ist also so als Notreserve ist da. So, der hat nochmal 10 Stück fertig bekommen. 13 Stück. Der hat auch nochmal welche. Aber bis zu den 100 dauert es noch ein bisschen. So, was braucht eigentlich die Möhre hier noch? Die braucht Stahlplatten, ohne Ende Stahlplatten. Okay. Das ist aber nicht so schlimm. Das haben wir schon leer. Super. Dann machen wir wie immer. Lassen wir uns hier das Eisen auf den Fuß fallen. Und zimmern wir das hier oben nämlich rein. Mit dem Schiff sind wir ja, mit unserem Schiff, so wie es jetzt ist, sind wir sehr, sehr schnell wieder quasi am Start und können uns neues Eisen bei Bedarf holen. Wobei, eine Sache müssen wir noch korrigieren. Ja, Militäreskorte. Und zwar sieht man das hier schon, da sind ganz schön Schäden aufgekommen. Da sind wir wohl einmal vor die Wand gedotzt. Da müssen wir mal gucken, dass wir das korrigieren. Weil so lassen können wir es jetzt nicht. Ja, so. Zack. Stahlrohr groß. Wir haben zwar noch welche, aber komm, das eine, das sehr schnell erstellt. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch dafür benötigen. Triebwerkskomponente haben wir auch noch eine. Und den Rest, der ist ja jetzt nicht so aufwendig. So, Triebwerkskomponente. So. Zack.
Herstellung und Stahlplatte. So, dann haben wir nämlich alles zusammen, dann können wir das Triebwerk hier noch fertig zimmern. Und zack. Gut, dann haben wir das auch fertig. Die brauchen wir erstmal nicht. Und den Rest können wir hier dann verzimmern. Die eine Stahlplatte da dran. Und diese gefühlten 90 Herstellungskomponenten können wir dann da dran bauen. Wie sieht es hier aus? Refinery. Der Reaktor läuft schon mit ganz guter Leistung, weil halt die zweite Assembler-Anlage auch noch Strom frisst. Und die Raffinerie selber natürlich ebenfalls. So. Die Raffinerie, die bestücken wir aber wieder. Die beschäftigt sich gerade wieder mit dem Kobalt. Das kann sie nachher immer noch machen. Dann hauen wir nämlich hier oben noch was rein. Wenn wir dann das Förderband haben, ist das nämlich nicht das Problem. Dann schließt man nämlich da unten nach, neben dem Landeplatz, einfach einen Container an. Den müssen wir nur bestücken. Dann sparen wir uns nämlich hier das vielleicht. Müssen wir schauen. So. Wenn da noch gebastelt wird. Oh, ich habe das Triebwerk noch an. Muss ich auf jeden Fall schnell mehr Energie laden. Weil das ganze Schweißen, das haut uns immer die Energie komplett weg. So, und finished. Zack. Ach, das dauert noch, bis wir das Förderband hier oben fertig haben. Die Rohre und so ein Kram, das geht ja alles zügig, aber diese Herstellungskomponenten, die brauchen immer Ewigkeiten, habe ich das Gefühl. Na komm, eine noch. So. Endlich, jetzt können die Stahlrohre ran. Und jetzt brauchen wir zwei Motoren. Stimmt, die haben wir vorhin verbaut für das andere. Nickel. Kein Nickel. Ach Mist. Nickel haben wir hier. So, da wird langsam Nickel verarbeitet. Das dauert halt ein bisschen. Ist nicht gerade das, was am schnellsten hier durch die Pipe geht. Ein Liter alle paar Sekunden. Naja. Schnell ist anders. Wir brauchen 10. Naja. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Das ist das. Okay, da haben wir noch Herstellungskomponenten, die hier fertig werden. Wir könnten hier aber mal sagen, bei dem Assembler 2... Jetzt nehmen wir mit den Herstellungskomponenten jetzt gleich fertig. Der könnte uns mal 300 Eisenplatten machen. Dafür braucht er zwar Eisen, aber das ist nicht das Problem, das kriegen wir ja ganz gut hier oben raus. Da kann man nämlich das reinhauen. So, das Eisen kurz mal abarbeiten lassen. Und dafür bolzen wir hier mal ein bisschen Eisen wieder rein.
So, damit die Items hier weg sind, hauen wir die alle mal oben im Stempler rein. Die Fördersysteme sind schon aufwendig, vor allem dann also Raffinerie und weitere Förderband und sowas, das ist schon nicht ganz so ohne, habe ich das Gefühl, bis man da genügend dann aufgebaut hat, um wirklich mal so eine richtige Infrastruktur hier zu betreiben. Ich finde das schon so ein bisschen, also finde schon ein bisschen nervig. Eigentlich, nervig ist falsch. Ich finde es halt schon relativ anstrengend, bis man dann hier wirklich mal so weit ist, dass man sagt, okay, man hat hier mal eine saubere Basisstruktur, mit der man arbeiten kann. Na, komm. So. Das ist fast gar nichts mehr, was da rumflog. Ja, komm, egal. Ein Bohrer haben wir ja noch voll. So, und die Raffinerie ist nämlich dann auch fast leer. Nickel. Da ist bestimmt noch nichts runtergekommen. Nee. Nickel braucht noch. Das braucht Eisen. Da kommt noch Mamas mal so. Der kann ein paar Stahlplatten machen. Dann steht da die Raffinerie wenigstens nicht still. Der Assembler. Und wir können nämlich die Stahlplatten hier fröhlich verschweißen. Ohne dass uns das jetzt hier Probleme macht. So. Okay, das ist das, das ist das. Nickelbarren. 10. Wie viel ist denn das? Gute Frage, bin mir da jetzt nicht so ganz so sicher. Lass uns mal in den Sampler fallen. Würde das jetzt schon reichen? Ja, würde es. Super. Dann hau mal raus. Dann können wir nämlich hier weitermachen. 20 Herstellungskomponenten ist auch kein Problem. Und die restlichen Stahlplatten, die hier auch schon wieder hergestellt wurden, können wir nämlich hier dran verbauen. 1100, das ist eine ganz schöne Masse. Mit der Platten, mit den Stahlplatten um 1200 sogar. Ist nicht gerade ohne, was hier diese Anlage braucht. Und er hier stellt nichts mehr her. Ne, der braucht Eisen. Hat auch Eisenmangel, der Gutste. Ja, vielleicht müssen wir da in den nächsten Folgen dann wieder mal rüber. Mal wieder ein bisschen abernten. So, das ist jetzt nicht viel, aber zumindest etwas. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Nickelproduktion geht jetzt auch nicht mehr so vor. Dementsprechend können wir nämlich hier auch das entladen. Und dann müssen wir nämlich nicht mehr so lange warten hier, bis wir wieder ins Bergbaugeschäft einsteigen können. Wenn wir nämlich jetzt, wenn wir das Eisen hier raus haben, dann können wir nämlich in der Zwischenzeit wieder in den Bergbau fahren. Das müssen wir auch, wenn ich mir das mal so angucke, was hier noch so alles in Arbeit auf uns wartet, bis wir hier überhaupt mal mit dem Schiff fertig sind. Mit dieser Raffinerie an sich. Das ist ein Arsch voll Arbeit, ne?
Dann können wir auch eine Raffinerie, können wir nämlich dann für solche langwierigen Sachen machen, wie Uran, Platin und Gold. Und dann ein paar andere können wir für Stein und Co. abkommandieren. Muss man mal schauen, wie wir das dann konkret machen. Ja, danke. Naja, ich muss eher Energie tanken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!